einen großen kulturellen Austausch haben, dadurch, dass wir überall zu Hause sind. Und ich hatte das Gefühl, man ist halt in Europa und man fühlt sich sicher und man hat ein großes Vertrauen in Europa, jetzt als Jugendlicher oder halt als fast Erwachsener. Und das war ein super Gefühl. Noch dazu diese Freiheit, wirklich das Gefühl zu haben, wir haben keine Grenzen, wir sind alles Europäer. Aber das pleite. Ne? Aber pleite, ja. Und ich finde, man sollte kein Geld ausgeben, wenn man keins hat. Das ist jetzt wieder die Weisheit der schwäbischen Hausfrau. Ja, und jetzt warst du in Europa, ist nichts passiert, war nicht weiter gefährlich. Nee, es war total sicher. Aha. Ja. Was läuft im Studium im Moment? Studium hatte ich heute Konversationsanalyse, eine Einführung. Und Konversationsanalyse. Konversationsanalyse. Das heißt, man untersucht, wie ein Gespräch gelaufen ist. Genau. Wie fandst du das Gespräch mit dem Herrn Beckstein? Das lief doch ganz gut, würde ich sagen. Ja, das ne? war doch total. War munter. Genau. Ich habe ihn geschont. Ja. Ne? Hast du dich noch zu? Habe ich ihn zu sehr geschont? War schon in Ordnung, würde ich sagen. Er ist Landsmann, da habe ich Beißhemmung. Ne? Ja. Ja, ich kann ja beim nächsten Gast vielleicht ein wenig mehr draufhauen. Ne? Mach das! Weißt du, ja, naja, aber schau, ich meine, ich lade ja auch keinen ein, um ihn zur Sau zu machen. Ich will ja was wissen. Weißt du, wer als nächstes kommt, klar? Ja, ne? Das ja, deswegen ist sie gekommen. Sie ist ja wegen dem gekommen und nicht wegen mir. Ja? Ja, meine Damen und Herren, mein nächster Gast hat keine Krise, im Gegenteil. Er hat gerade einen Riesenerfolg. Er verdient gerade das Geld, das dann auch bald wieder weg ist. Ja? Der Chartstürmer, Newcomer, kurz die Welt retten. Begrüßen Sie bitte den Sänger aus Berlin, Tim Bensko. Herr Bensko. Nehmen Sie Platz. Herr Bensko, noch kurz die Welt retten. Das war ein Gespür, der richtige Text zur richtigen Zeit, oder? Ja, ich habe den vor 2 Jahren, glaube ich, geschrieben. Ja. Das war ein gutes Timing. Super Timing, ne? Und jetzt der nächste muss heißen, und jetzt fliegt alles in die Luft und alle schlachten sich ab, ne? Ja, aber vielleicht. Sie haben es ja gar nicht so gemeint. Sie machen sich eigentlich eher lustig über die irgendwie so die großen Weltenretter, ne? Auch. Also in erster Linie eigentlich über mich selbst. Ja, es geht um Menschen, die irgendwie falsch Prioritäten setzen. Und das kann ich sehr, sehr gut. Also so irgendwie, Freundin sagt, hier, Essen ist fertig. Und ich sage, ich habe ganz Wichtiges zu tun, ich kann nicht. Und spielen eigentlich Computer und so. Ach so, ja. Falsche Prioritäten setzen. Ekelhaft, ja. Ekelhaft. Deswegen sind Sie auch hier heute. Ne? Weil, ist ja nicht die Zielgruppe. Ne? Doch. Doch? Doch, doch. Ja? Obwohl, doch, sind sehr viele Junge da. Hm? Immer die Töchter und die Mütter. Die Mütter, ja. 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 Ja, ich will jetzt gar nicht wissen, wie viel Geld und so weiter, aber was machen Sie? Machen Sie sich Sorgen um Ihr Geld? Nee, ich mache einfach so viele Schulden wie irgendwie möglich, weil die sind dann irgendwann nichts mehr wert, die Schulden. Ha! Habe ich in der Schule aufgepasst. Denkfehler, Bürschli, ja. Die Schulden bleiben, das ist ja der Betrug. Das Pulver ist weg. Für was machen Sie Schulden? Ja, für mein Album zum Beispiel. Sag mal du, ich bin der Erwin. Dem, ich bin der Tim. Erwin, dem. Ja, machen wir doch. Für was machst du Schulden, Tim? Ja, für mein Album zum Beispiel muss ich extrem Schulden machen. Das kostet ja alles Geld. Wie? Das zahlt doch die Plattenfirma. Nee. Nee? Das zahlt man jetzt selber? Die leihen einem das Geld, die damit man das Album machen kann. Und dann muss es halt irgendwann wiederkommen. Ja? Bei welcher Plattenfirma bist du? Bei Sony. Da läuft es so bei denen. Da zahlt man erst mal selber. Ja, da weiß ich ja, wo ich nicht hingehe. Ne? Und wie viel, darf ich fragen, musst nicht beantworten, wie viel hast du da jetzt vorstrecken müssen? Das darf ich nicht verraten. Ist diskret, verstehe ich. Ja. Unendlich ist auch viel. Wurscht, aber es ist unendlich viel. Aber du sagst, mach mir um die Zukunft keine Sorgen mehr. Und das hört man in diesen Tagen ja selten. Wäre denn sowas wie Deutschland sucht den Superstar auch ein Weg gewesen für dich? Nein. Nee, da kann man mitmachen, wenn man gerne berühmt sein möchte, kurz. Ja. Aber wenn man Sänger werden möchte, dann sollte man vielleicht Musik machen. Ah, ja. Sehr gut. Ich habe mir die Musikvideos alle angeschaut und mein persönliches Lieblingslied von dir, rat mal, was das ist. Ich laufe. Ne, das kenne ich gar nicht. Wenn Worte meine Sprache werden. Nein, Schall und Rauch. Schall und Rauch? Hab da gibt es aber kein Video zu. Eben. Ach so.
Eben, da gibt es kein, das ist jetzt fast das Einzige, glaube ich, wo es kein Video gibt. Und dann habe ich mich dahin hingesetzt und habe eins gebastelt. Ernsthaft. Schall und Rauch, mein Musikvideo widme ich dem Bensko. Oh, stark.